Ja, da wir ja als Sportpoeten so ein bisschen wahnsinnig sind, ne, wollen wir heute mal so ein bisschen Adrenalin tanken. Seht ihr gleich. Viel Spaß, ne? Wir fahren Rennen. Heute gibt's wieder ein Sportpoeten TV. So sieht's aus. Was geht ab? Sportpoeten TV. Sportpoeten TV. Schnell mal ruhig. Dann komm ich schnell. Ja, wir haben schon ein paar schöne Karren hier rumstehen, habe ich gerade gesehen. Schauen wir mal, ne? Oh, das ist aber nicht sehr behindertengerecht hier. Ja. So, jetzt sind wir hier beim Ramon und bei der Tanja. Die haben uns eingeladen, heute mal ein bisschen zu fahren, mal ein paar richtige Autos zu fahren. Wir sind jetzt noch in der Küche, aber wir gehen jetzt gleich mal in die Halle zu den Karren. Ich freue mich schon so ein bisschen. Ja, und dann wollen wir mal. Ach, ich hab so einen Bock, ne? Ey! Komm ran langsam! Das wird Zeit. Seid ihr fertig oder was? Ja. Ah, krass. Ich bin gerade geflasht. Modellbau Wunderland, ey. Da läuft gerade die Übertragung, ne? Ist das richtig? Natürlich. Ja. Ich spreche ja keinen. Mein Name. Du bist ja wahnsinnig. Da kommen die Autos! Die Autos sind auch extra für euch, extra für diesen Abend. Boah! Zusammengestellt worden. Ja. Gibt es einen Grund, warum welches Auto? Erstmal wollte ich zusehen, dass alle Autos gleich sind. Also, dass jeder die gleichen Chancen gleiche hat. Gleiche Chance für alle, ja. Genau. Und. Ja, ihr habt keine Chance. Ansonsten. Ich wollte gerade sagen, ihr habt eh keine Chance. Wie viele Autos hast du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So 50. Licht habe ich nachgerüstet und da die nur ein halbes Inlay haben, also das heißt Fahrerkabine, okay, wo man reingucken kann, ja. Ohne Figur, das ist dann mit Blei aufgewertet worden. Also es ist so krass, dass man bei dieser Anlage, das richtig verstanden habe, auch tanken muss, ab in die Boxengasse und wieder drauf auf die Bahn. Muss nur da hinten an der Ausfahrt ein bisschen aufpassen, wenn die gerade da um die Ecke geschossen kommen. Dass du nicht da reinschipperst. Genau. Wie sieht's aus? Hast du so ein Ding, wolltest du so ein Ding auch zu Hause haben? Ich würde das total gerne auch mal zu Hause haben, aber meine Tochter, bezweifle ich, befürchte ich, würde das alles in Grund und Boden zerstören. Hast du schon Bock? Also hier, ich hab Bock. Gar nichts. Also ich hab Bock zu gewinnen, wie immer. Ist klar. Du hast Bock zu... Nee, ich brauche nicht tanken. Doch? Nein. Ich gewinne übrigens. Ich habe mich auf jeden Fall schon so in ein Auto verliebt, so. Das Schwarz-Weiße. Schwarz-Weiße? Das gefällt mir sehr gut. Okay. Das würde ich gerne fahren, wenn das kein Thema für euch ist. Ich kann die Plätze verteilen, auf welcher Fahrer ja, wir der jeweilige Fahrer gefahren, also das Fahrzeug fährt. Das ist und kann Wahnsinn. Die Fahrzeuge dann von hier aus auch programmieren. Okay. Ist denn jetzt schon was vergeben? Der Martin hat Schwarz-Weiß. Achso, genau. Martin hat schon Schwarz-Weiß. Ja, dann ich nehme hier Rot, weil mein Pullover auch okay. Ach, du kommst auf so. Ich bin nur wegen Style. Also, es geht nur um den Style. Ja. Dann nehme ich Silber. Ich mag Orange ganz gerne. Orange. Ihr habt euch schon die Autos genauso ausgesucht, wie ich sie vorher verteilt habe. Nein. Echt? Das ist so geil, die Karatlicht. Ja, aber hier, das ich. Wie kann ich denn hier so hin und her wechseln? Also wenn du eine Spur wechseln willst, ja. Von hier aus auf die andere rüber, musst kurz, bevor du an diesem Sensor bist, musst okay. Du den Knopf drücken. Also aufpassen, nicht zu früh drücken, wenn du geradeaus weiterfahren willst, ansonsten landest du nämlich in der Box. Ja, so langsam, langsam Adrenalin. Ja, aber wie gesagt. Man schubst mich nicht, ja? Okay. Seid ihr alle bereit? Ja. Mann, ich bin etwas aufgeregt. Oh, ne. Wann geht's los? Oh. Jetzt geht's los. So, ich bin schon mal in die Boxengasse gefahren, aus Versehen. So. Okay, okay, der war alles klar. Wer hat mich denn rausgeschoben von euch? Du hast dich selber aus der, der Bahn. Ich war auf der linken Seite. Oh nein! Oh. Was ist los mit dir? Was denn? Ich bin schon voll drin hier. Ja. Fischen! Oh, Entschuldigung. Ich hab nie aufgepasst. Oh! Oh. Was ist das denn? Das ist Wahnsinn!
dein Auto brennt. Ich habe damals mit einem Kollegen auch gemacht. Also da habe ich dann die Rauchmaschine, die Nebelmaschine da unter der Bahn eingebaut und er hat genau da einen Unfall gemacht. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. So die Bahn brennt, die Bahn brennt! Wo hat's draufgedrückt? Ja, Pascal. Also, Paul ist ja jetzt raus. Was? Ey, guck mal, das ist doch nur ein Blechschaden. Da kannst du viermal schlagen. Auch kein Problem. Ich bin der Einzige, der jetzt super tight, super right auf der Bahn liegt. Wo? Wo bist du denn? Ja, der Silber, ne? Silber-Eye. Silber-Eye. Ich möchte kurz einen Einwand bringen. Das ist nicht fair. Der, der den Unfall verursacht hat, der steht jetzt vor mir. Ja, kannst du mal sehen. Der kommt normalerweise auch nach hinten. Heute nicht nur mal, dass du auch ja, es ist heute mit dem Meter mit dabei. Und der kommt auch noch vor mir. Man hat ja mehr Erfolg, wenn man von hinten wieder aufholt. Ne? Also. Ihr Schweine. Was denn? Wer hat denn angefangen? Boah, erster! Was machst du da? Boah, Tank nicht vergessen, ne? Ja, nochmal Platz sein. Du fährst ja gerade aus heute. Weil du einfach nicht gelenkt hast. Wie fest ist der Verschenkpel? Kannst du noch mal hoch und runter fahren? Was denn? Da habe ich schon 5 Runden. Tank mal, ne? Warum auch immer. Tank vor allem einfach mal. Jetzt fahrt ihr in meine Bahn, weil ich jetzt nicht kaputt mache. Du bist festes Treiber. Deshalb kommt euch hier auch die schnellste Rundenzeit zustande, irgendwie mit 0,3 Sekunden. Eben, ich bin der Schnellste. Ich bin 0,3 Sekunden gefahren. Ich habe mich auch ganz ehrlich gewundert, warum ich auf dem ersten Platz war. Ich glaube, wir hätten vorher eine Versicherung abschließen sollen. Ja, habe ich ehrlich gesagt vorhin auch drüber nachgedacht. Irgendwie, ich drücke echt nicht stark darauf. Ja, ja. Antitalent. Ja, aber voll. Ich bin voll das Antitalent. Jetzt guck, Spurwechsel komplett. Man will sich nur so sportlich hinstellen dabei. Ja, ne? Aber es. Der fährt nicht mehr schnell. Ja, weil das Rennen vorbei ist. Die Bahn ab. Weil ich gewonnen habe. Ja. Boah, du aber bist so ein. Gewonnen, ja, aber weißt du, warum der gewonnen hat? Weil er doch. Da war es ein Fehler vorhin. Ah, 3 Sekunden! Ja. So muss er? Ja, viel zu lang. Emo 9 Minuten. Auf der Schrecke. Ich hab ein paar Sicherheitstraining gemacht. Der Motec hat gewonnen, ne? Ich hab gewonnen. Schiebung. Ja, das war mal mit der Technik. So. Systemfehler. Hier. Systemfehler, ihr habt Systemfehler im Kopf, wa? Bester. Aber ich sehe am besten aus. Damit das mal klar ist. Ja, ich fahre so schön aus. Weil du den einzigen sexuellen Anzug an hast. So, wir wollen jetzt aber mal gucken, wie das denn aussieht, wenn das mal Menschen machen, die das können. Und ich leg das doch mal weg. Ja, also ich bin gerne am Start, um das zu zeigen. Aber ich glaube, ich sollte. Deswegen habe ich. Mal, und? Wollt, genau, du musst. Achso. Dann sieh mal so, dann geh ich. Ich kenne nur einen Weg von dem, da finde ich, der kann den nicht retten, Mama. Wer? Nemo. Ich weiß nicht. Nie wieder! Ich glaube, das kann sein. Aber das ist, ja. Ja, aber das ist schon gut. Ja, ist schon schneller, ne? Also dieses Motorengeräusch ist immer dann, wenn quasi eine Runde rum ist. Ne? Das haben wir also bei uns quasi gerade ja, sehr selten gehört. Also zumindest nicht in dieser Schnelligkeit. Guck mal, die gehen jetzt gleich schon 30 Runden rum, ne? Ja, 30 Runden haben wir in einer halben Stunde geschafft, ne? Was hat er geschrien? Fertig. Ich wollte übrigens nur mal sagen, dass ich hier die beiden Bestzeiten gefahren bin. Ne? Also, ich habe die beiden nur so dahingestellt, aber eigentlich war ich das. Du hast beide gemacht. Ich habe einfach beide gefahren. Du hast beide gefahren. Naja, krass. Nur, dass ihr es wisst. Ne? Also, ja, die ja. beiden haben sich nur so mal dahingestellt. Ne? Aber eigentlich bin ich hier die Bestzeiten. So, liebe Leute, das war's von uns und vom Rennen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben noch ein bisschen weiter Spaß. Wir machen jetzt da noch ein bisschen weiter. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und vor euch geht jetzt das Licht aus. Ich komm gleich, ich mach gut Pause. Ja, warte. Moment. Okay. Warum?